Wir sind hier auf der IWA 2024. Wir sind hier am Stand von G&G Armament und G&G bringt wie jedes Jahr ein paar richtig coole Neuheiten auf den Markt. Fangen wir an, neue AR-15 Modelle. Was ist jetzt die Besonderheit bei den Modellen? Wir haben hier einen komplett CNC gefrästen Receiver, Handguard und alles drum und dran, alles schicki. Und G&G geht jetzt den Weg weg von ihrer eigenen ETU hin zu einer ETU, die bereits bekannt ist auf dem Markt. Und zwar wird in den neuen Modellen das Gate Aster verbaut. Finde ich ganz cool. Es ist mal eine Alternative zu der normalen G&G ETU und ich hoffe auch, dass weitere Modelle mit dem Aster kommen. Ja, natürlich Messe-Highlights, diese zwei wunderschönen Modelle hier. Schauen wir uns zunächst erstmal die B10 an. Die B10 ist eine Gas-Shotgun, die aber Standard-AEG-Magazine verwendet, was schon ziemlich cool ist. Und umswitchbar ist zwischen 5 und 10 Schuss oder 10 BBs pro Schuss. Wir haben das Ding gestern mal auf der Shooting Range geschossen. Ich blende euch hier nochmal ein Bildchen ein oder der Cutter. Das Ding fetzt schon echt unglaublich und ich sehe die Waffe hier mit einem Drum Mag. Irgendwie so ein schönes 2000 Schuss Drum Mag hier unten dran. Ja, stell ich mir gut vor. Verarbeitungstechnisch sehr, sehr hohes Niveau. Die Waffe ist aus viel Metall gefertigt, die Rail ist aus Metall, der Body selbst ist, also dieser ganze Upper Receiver ist aus Metall gefertigt, lediglich der Schaft hinten ist aus Polymer gefertigt. Ein Gastank, vielleicht das auch nochmal zur Information, reicht für 900 Schuss und das Gasventil befindet sich hier unten im Body drin. Und als zweite Messe-Highlight von G&G, geht nicht raus. Als zweite Messe-Highlight von G&G ist die Lever-Action-Gaswaffe. Wie das für eine Lever-Action halt sich gehört, hat man unten diesen Hebel, der das Ganze zum Nachladen bringt. Die Waffe verwendet ebenfalls Standard-AEG-Magazine. Die haben wir jetzt so ein kleines popeliges. Es passen aber auch die ganz normalen AEG-Magazine rein. Was ebenfalls sehr cool ist, der Upper Receiver ist ein Standard-AR-Upper Receiver. Ihr könnt also auch hier von eurer G&G ARP9 den Upper Receiver nehmen, wenn ihr eher ein kürzeres Modell wollt oder wenn ihr was längeres haben wollt, macht euch den halt von der TR16 drauf oder sowas in der Richtung. Low Receiver aus Polymer gefertigt, qualitativ auch sehr, sehr geil gemacht und der Gastank befindet sich hinten im Griff und soll für roundabout 150 Schuss reichen. Geiles Gesamtpackage und gerade wer auf was Spezielles und Besonderes steht, der wird hier auf jeden Fall fündig werden. Als weitere Neuheit stellt G&G jetzt neue Pistolen vor, und zwar die STP45. Es ist eine 20-Kaliber Pistole, die nochmal ein bisschen neu gedacht worden ist. Und wie ihr das hier sehen könnt, die Waffe ist direkt ab Werk Optics Ready. Wird es in insgesamt 3 verschiedenen Lauflängen geben und sehr, sehr customizable. Heißt, G&G bringt unglaublich viel Zubehör in verschiedenen Farben auf den Markt. Also hier kann sich jeder seine Lieblings-High-Cupper so zusammenstellen, wie er halt Bock hat. Spannend dabei, die Magazine wiegen absolut nichts, sind aus Aluminium CNC gefertigt und haben eine unglaublich gute Gaseffizienz. Wir haben gestern auf dem Schießstand etwas mit der Pistole schießen können. 2-3 Magazine mit einer Gasladung ultraschnell hintereinander rausballern, absolut gar kein Problem, kein Cooldown. Also da bin ich echt ganz schön begeistert von. Und was ich bei G&G gut finde, sie haben das, was vor Jahren mal Standard war, wieder eingeführt, und zwar, dass man den Follower einfach unten festsetzen kann, BBs rein und das Ding wieder nach oben gehen lassen. Richtig, richtig cool. Ja, liegt cool in der Hand, ist halt eine 2011er High Kappa, kennt man schon natürlich, aber von G&G noch mal ein bisschen optimiert. Wir schauen uns jetzt noch das Luxusmodell an, dafür müssen wir ein kleines Stückchen weitergehen. Hier haben wir jetzt so eine Luxusversion, sage ich jetzt mal. Heißt, wir haben einen aus CNC Aluminium gefrästen Verschluss. Optics ready, komplett beidseitig bedienbar. Wir haben einen beidseitigen Verschlussfang. Thumbrest ist bereits vorhanden. Auch der Magazinauswurf ist auf beiden Seiten vorhanden.
Und das Geile bei dieser besseren Version ist, die Waffe kommt direkt mit zwei Magazinen und soll bei um 250 Euro liegen. Ich denke, gerade für eine gute Spielerpistole habt ihr hier definitiv die richtige Wahl. Das war es hier vom Stand von G&G dieses Jahr auf der IWA 2024 und wir schauen uns jetzt noch bei den anderen Städten ein bisschen um.